When he said, I have a dream, he already had a wife. When he said, I have a dream, he already had children. When he said, I have a dream, he had already won the Nobel Prize. When he said, I have a dream, he had already met with the president. When he said, I have a dream, he was already one of the most influential people on the planet. When he said, I have a dream, he wasn't talking about himself. He was talking about you and I. And so I want you to redefine. When you say money, you say goal. Say, I have a goal. I have a target. When you say, I have a dream, that's beyond you. Als Leichtathlet kriegt man ja nie wirklich viel Aufmerksamkeit. Und deswegen bin ich heute hier in Kapfenberg. Super Stadion hier, haben schon viele Wettkämpfe hier gemacht und habe für einen guten Kollegen, den Sebastian, den werdet ihr gleich sehen, ein cooles Video zusammengeschnitten, einfach damit wir uns ein bisschen präsentieren können und zeigen, wie viel wir eigentlich da reinstecken in den Sport und wie viel wir da leisten. Jetzt geht's los. Und er hat mir versprochen, er hat da so ein neues Gerät zur Regeneration und das will ich jetzt testen. So eine Massagepistole oder wie auch immer, was es gibt. Ich bin der Sebastian Gaugl, Leichtathlet beim KSV Leichtathletik und bin da heute mit Philipp Multerer, der sich dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat, dass wir da heute ein paar Aufnahmen dran, unter anderem für seinen YouTube-Channel, folgt ihm, das wird jetzt da eingeblendet. Und perfekt. Ja, geiles Wetter, kurz Training und schauen wir, wie die Aufnahmen werden. Bereit? Hin? Ja, ich hab schon gehört, ich geh schon los. Ja, schlauer Typ. Na ja, Drehtag zu Ende mit dem Philipp, war eine coole Sache. Hat mir ein paar lässige Shots getaked. Und ja, danke Philipp an der Seite einmal, an der Stelle.
Und ich sage ja. Danke, war gerade. Komm gut heim und ich hoffe, es gibt ein Part 2 von unserem Video. Wird sicher geben. Passt. Mach's gut, ciao. Ciao.